General, wir könnten Scheingebäude einsetzen. Sollen wir es versuchen? Schlechte Nachrichten, Joe. Sie kommen mit fortschrittlichen Prototyp-Panzern. Sir, die Russen setzen Fallschirmjäger ein. Der Feind hat eine unserer Feldstellungen vernichtet. Russische Fallschirmjäger gehen auf unserer rechten Flanke runter und schneiden uns von den Flammpanzern ab. Feindliche Kampfjäger. Russische Artillerie nimmt unsere Nachschubdepots unter Feuer. Verdammt, das ist die russische Dampfwalze mit ganzen Wellen von Infanterie. Vorsicht in den Wäldern, Joe. Dort legen die Russen gerne Hinterhalte. Macht uns.
Ihr Hauptquartier. Neue Einheit erstellen. Meldung, Nachschubdepot ist fast leer. Neue List wurde zur Verfügung gestellt. Jawohl, starten die Einheitenerstellung. Fehler fassen und nachladen. General, alle Sprengladungen wurden platziert. In einer Minute können wir das Zentrum hochladen. Schlechte Neuigkeiten. Etwa ein Dutzend Prototypen sollen an einen Ort in Thüringen gebracht worden sein. Hoffentlich wissen die Russen nichts davon, aber wir müssen dieses Zentrum in die Luft jagen, damit sie es nicht in die Hände bekommen. Das war's, General. Die V2 sind vermint. Sehr gut. Den Rest können wir jetzt der schweren Artillerie überlassen. Sehen Sie mal, Joe. Glaube ich nicht. Kate. Das tut mir wirklich leid, Joe. Aber das erklärt einiges. Das tut es. Ganz schön gewitzt. Von Beginn an hat sie uns ausspioniert, mit Zugang zu allen geheimen Daten. Ja, sie ist Prometheus. Und sie sucht die deutschen Geheimwaffen. Wir können zwar das Zentrum sprengen, aber sie wird die Prototypen ganz sicher trotzdem finden. Wir müssen los, General. Sie kommen näher. Ja, lassen Sie uns gehen. Also gut. Verdammt! Blasen Sie zum Rückzug und jagen Sie die Raketen hoch. Das war's dann. Und zur Hölle!
Der Geheimdienst hat leider gerade bestätigt, dass Kate und die 7. Abteilung die Prototypen gefunden haben. Und was wissen die Schlauberger über die geheimen Waffen? Sie sind funktionstüchtig. Damit haben Kate und ihre Freunde Nuklearwaffen, Joe. Und laut der Aufklärungsfotos, die wir heute Morgen erhalten haben, befinden sie sich in Thüringen. Warum da? Dort ist ihre 8. Gardearmee. Und ihre Befehlshaber wollen unbedingt in Richtung Westen ziehen. Kate und die 7. Abteilung sollen ihnen wohl dabei helfen. Und von dort aus kann sie fast jedes Ziel in Deutschland treffen. Das bedeutet, sie könnten in wenigen Tagen eine Rakete abfeuern. Was können wir tun? Zum Beispiel einen Präventivschlag. Immer noch besser, die Sowjets zu verärgern, als dass Kate halb Deutschland einäschert. Aber mit welchen Einheiten? Die alliierten Armeen sind von Österreich bis zum Baltikum verstreut. Wir haben Montys British 21st Army Group im Norden. Meine eigene US 1st Army in der Mitte. Und Le Ducs 1. französische Armee im Süden. Und vergessen Sie nicht von Richters Übergangsheer. Patton hat dafür deutsche Kriegsgefangene rekrutiert. Aber wir können nur eine dieser Armeen mobilisieren, damit die Grenzen nicht gefährdet werden. Sie müssen sich entscheiden. Und Eisenhower wird keine groß angelegte Offensive gegen die Sowjets zulassen, um keinen neuen Krieg zu riskieren. Zumindest so lange nicht, bis wir die Absichten dieser Fanatiker der 8. Gardearmee beweisen können. Dann also zunächst eine begrenzte Aktion. Wir lassen Fallschirmjäger ein Lager aufbauen und bringen dann Nachschub aus der Luft. Eine Luftbrücke mitten hinein in sowjetisches Territorium? Ganz genau. Sie werden nicht erwarten, dass wir ihre riesigen Panzerarmeen über den Luftweg umgehen. Ist es auch. Wir brauchen dafür mindestens 2 Landebahnen. Das heißt, dass wir auch 2 Basen gleichzeitig verteidigen müssen. Klingt riskant. Ich weiß, aber die Vorteile bei diesem Plan überwiegen. So können wir Kate überraschen und ausschalten. Wir sind in der Höhle des Löwen. Sir, wir bekommen auf dem Luftweg oder durch die sowjetischen Panzerreihen keine Pioniere hierher. Verdammt! Also keine Basen. Dann müssen wir also die russischen Basen erobern, Joe. Wir müssen die Flugfelder verteidigen, um unseren Nachschub zu sichern. Wir haben nicht genug Nachschub. Wir müssen ihre Depots übernehmen. Forschung wurde abgeschlossen. Die feindliche Einheit wurde vernichtet. Das war's wohl. Einheit, Feuer frei! Gebäude errichtet.
Einrichtung abgeschlossen. Jawohl, starten die Einheitenerstellung. Auf und Ohren bereit zum Start. Mit ausgegebenen Koordinaten in Position gehen. Diese Basis im Süden gehört dem 11. Panzerkorps. Sie werden sicher bald auf uns aufmerksam werden. Es läuft ein Bodenangriff gegen uns, Sir. General, Sie schicken Ihre neuesten Prototypen. Sehen angsteinflößend aus. Ihre Basis scheint gut gesichert zu sein. Die Basis im nördlichen Sektor wird vom 28. Gardeschützenkorps gehalten. Aber sie würde uns einige Vorteile bieten. Die Einheit hat keine Munition mehr und kehrt zurück. Sir, wir erhalten Berichte über weitere neue Nachschublinien. Bestätige, Sir. Neue Nachschublinie wurde etabliert. Mit ausgegebenen Koordinaten in Position gehen. Sichern das Gebäude. Im Eiltempo zum Zielort. Sichern das Gebäude. Feindliche Einheit vernichtet. Forschung wurde abgeschlossen. Eine neue Liste ist verfügbar. Wir haben nicht genug Nachschub. Wie lautet unsere Mission? Sind bereit. Etwas Feuerkraft gefällig? Schwere Infanterie einsatzbereit. Diese schwere Panzer bereit. In Stellung einrücken. Lagebericht. Feindliche Einheit vernichtet. Gut gemacht, General. Motor läuft. Wie lauten die Befehle?
Ihr Nest, over. Prometheus Identität noch unbekannt. Prometheus unbekannt. Over. Admiral Canaris ist nicht mehr in Flossenburg. Die Deutschen haben ihn nach Schloss Kolditz verlegt. Canaris verlegt nach Schloss Kolditz. Over. Hat mich eingeschlichen. Wurde vielleicht entdeckt. Bitte wiederholen. Over. Hände hoch! Hände hoch! Nachtigall! 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 Was zum Teufel machen wir denn noch hier? Ich dachte, wir sollten längst mit Sheridan in Berlin sein und ein paar Fräuleins küssen. Der General will es so. Und einem Drei-Sterne-Helden widerspricht man eben nicht. Wie viele willst du? Gib mir vier. Aber warum gerade hier? Ich dachte, wir hätten ein Rendezvous mit den Russen an der Elbe. Na, angeblich sollen wir ein hohes Tier aus einem deutschen Gefängnis holen. Na, und das Oberkommando dachte, dass nur Sheridan so eine Aktion hinbekommt. Du willst vier? Ich will das Ass sehen. Ich hab ein Ass. Gib mir vier. Zeig mir das verdammte Ass!